Hallo und herzlich willkommen zurück zum Livestream, Let's Play von Last Epoch. Ja, wir haben jetzt hier Akt 8 schon fast erreicht. Also ja, es gehört eigentlich zu Akt 8, aber es ist noch im alten Akt 7 Gebiet. Und ja, der Welt wurde sehr stabil, sehr zäh. Es sind aber immer wieder mehr Gegner, also der Spriggan brauchte einige Zeit, bis er die Gegner besiegt hat. Nur es ist viel angenehmer so zu spielen, wenn man auch etwas aushält und so. Also wenn man halt so Glasscannon ist, wie der letzte Bild. So, ein gutes Glancing Blow Schild, aber da haben wir ja Glancing Blow durch die Skills auch bekommen. Jetzt nicht so. Und Glancing Blow tut wirklich nur 50% reduzieren. Das ist nicht eine vollwertige Defensive. Da kann Blocken natürlich zäher werden, also uns zäher machen. Aber wir haben ja keine Blockwaffe, wir haben ja schon, also es hat ja auch Block drauf, aber nicht so viel Block. Es ist eher eine Magie verstärkende Nebenhand. Jo, werden wir sehen, also es steht noch ein bisschen in den Sternen, wie genau der Beat defensiv genug ist und so. Also ich denke schon, dass er genug defensiv ist, aber nicht so mega defensiv, dass wir auch tanken können, also richtig nie mit keinem Angriff mehr ausweichen müssen und so weiter. Ja, jetzt kommt die Mine, das brennende Pier und die irdische. Ja, sieht eher aus wie eine Mine, aber ja, Lager halt eher. Aber wieso das jetzt brennt, haben sie natürlich nicht erklärt wahrscheinlich. Ist ja nur optisch von Nutzen, damit es ein bisschen anspruchsvoller aussieht. Ja, die Gegner haben einfach hier gebildet. Die Ambiance. Ja, kommt doch mal mit. Muss ich so weit angreifen. Danke, dass du nichts machst, nicht dich bewegst. So kann ich natürlich alles gut sehen, was du genau brauchst. Also ja. Ich bin halt ein bisschen zu wenig defensiv dann. Ich bekommst du lieber Spriggan. Rare Drop. Ja, wird uns nichts nützen. Auch nicht. So eine Doppel-Element-Wand ist jetzt nicht so, dass man eigentlich braucht, wenn man jetzt nicht spezielle Builds spielt. Doppel-Element-Builds. So. Leider wird manchmal einfach alles komplett umgewandelt, dann, ja, zum Beispiel bei das Disintegrate hat man das Problem, dass man dann einfach alles Blitz macht, Schadens und Feuer. Ist jetzt nicht so brauchbar, wenn jetzt Doppel-Element-Waffe droppt. Das will ich nicht nutzen, also nicht aufheben. Komm jetzt mal vorwärts, hey. In diesem Level ist ein bisschen das Springen dumm. Also er zeigt halt seine dumm, also seine schlechte KI. Weil er halt Fernkämpfer ist. Der bleibt einfach stehen irgendwo und lässt uns in, ja, im Stich. Greift irgendwas anderes an oder ja. Er kommt einfach nicht mit und ich muss dann wieder zurücklaufen. Was ich eigentlich immer so gerne mache, so Beats spielen, wo man immer wieder laufen muss. Aber immer ist viel stärker irgendwie, oder ist Skorpion, Poison, Beastmaster stärker. Ich glaube eher nicht, also Damage an einem Gegner wirklich macht er am meisten dort.
Ja, aber schön, dass wir wirklich nicht mehr aufpassen müssen, ob wir also schon viel Schaden bekommen. Wir laufen einfach zu dem Gegner und der Spriggan greift von Weitem an. Sonst haben wir immer noch die Toten, sonst sind wir ein bisschen brenzliger wird. Ja, und er hält halt auch sehr viel aus. Also jetzt haben wir gleich das Level und dann ist er natürlich noch viel zäher und viel stärker. Ja, die Flamme macht auch kaum mehr Schaden, weil wir so eine Lebensregeneration auch haben. Ist einfach geil, also ich fühle mich endlich mal so richtig wie ein Gott oder so. Einfach overpowered. Oh, wenigstens halber Schaden, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Nicht schlecht. Aber auch nicht, weil, auch nur weil ich nicht ausgewichen bin. Also Zähigkeit, vor allem gegen Feuer, also gegen Elemente, ist sehr stark. Ein wunderschöner Bild. Also da ist wirklich vieles gut, außer einfach der AOE nicht. Aber dafür ist er eben viel stärker. Also man muss sich halt auch ein bisschen etwas antun lassen. Ist ein Path of Exile auch so. Also nach mehrere Single Target Builds viel, viel stärker. Ein Summoner mit nur einem Summon und nicht mal AOE ist auch sehr, sehr bequem. Also, ja, ist immer noch bequem. Man schaut einfach sehr gerne zu. Also, langsam sollte ich mal den Toten platzieren. Okay, sie sind schon da. So, wir tun jetzt eigentlich nicht mehr so Zeit verlieren. Jetzt kommen wieder die Siege Golems. Juhu, meine Lieblingsgegner. Völlig übertrieben, OP. Es hat irgendwas mit einer MG oder so. Die Richtung zu tun. Eher neumodisches. Ja, wenn die Entwickler das wollen, dass ein Spriggan so mega schnell schießt, dann dürfen sie das auch machen. Aber für mich ist es ja eher so ein bisschen Grinch. So, also. Impossible. Impossible. Dieses schöne nächste Gebiet war mit dem Baumstammwegen. Ist richtig gut gemacht. Also die Mine ist. Also, ja, das Dock, das Burning Dock, ist jetzt optisch. Bin ich jetzt wieder zurückgegangen, weil der im Weg stand. Oh. Dankeschön. Ein bisschen die Ladezeiten kürzer endlich mal machen. Sind jetzt immer noch mega. Na ja, mit dir muss ich reden. Also, möchte ich reden. Und mit
dir noch kurz. Die haben nichts zu erzählen, also sehr wenig zu reden. Ja, das Spiel wurde ja sehr datenmäßig verkleinert. Jetzt müssen sie mal noch die Ladezeiten mal viel kürzer machen. Auch um 75% verkürzen. Die sind schon noch ewig lange. Also je nach Gebiet, das geladen wird, sehr lange. Und ja, sie haben jetzt noch nicht viel angekündigt von Punkt 7.9. Ich kann nicht so viel sagen. Also, was haben sie jetzt schon angekündigt? Ah ja, die Skelette, die optisch wieder schöner aussehen, das haben sie nämlich vor 2-3 Patches schon mal gemacht. Ist jetzt auch nicht so das wirkliche Highlight. Wahrscheinlich der 9. Akt. Sie sollten sich lieber noch ein bisschen Zeit nehmen für den nächsten Akt. Dieser Akt wird wahrscheinlich auch nicht so mega, ja, lange sein. Bisschen mehr Mühe sich geben. Ist man auch viel glücklicher. Das ist ja schon in einem hohen Niveau, aber ich meine einfach, ja, die Entwickler müssen sich auch Zeit nehmen. Kann ich alles rauswerfen. Aber viele Entwickler tun einfach zu schnell entwickeln und haben sie Balance, Bug-Problems, ja, Content-Problems. Das ist dann wieder nicht so gut. Endlich, ey. Oh, und wie viel Damage machst du jetzt? Two Hit. Ich glaube, diese Armbrustschützen haben sehr viel Damage gemacht. Ja. Eigentlich nur noch so ungefähr 5% Schaden. Gut. Gerüstet sind wir, auch nicht weiter zu sterben. Also, das erste Mal sterben mit diesem, aber einfach nicht mehr so oft sterben wie der Necromancer und der Sorcerer. Ja. Komm jetzt hier hoch. Kann doch nicht sein, dass du dort stehen bleibst, ey. Unglaublich. Es bleibt einfach dort die ganze Zeit stehen. Was fällt dir eigentlich ein? Das geht nicht. Also KI muss etwas getan werden. Es kann doch nicht sein, dass die, ja, Summons da irgendwie immer die ganze Zeit stehen bleiben oder festhängen, irgendwo in die Pampa schießen, an einen Gegenstand schießen. Das ist einfach nicht gut. Noch nicht gut. Wird sicher besser, aber das dauert nochmals einige Zeit. So, also den Loot haben wir geholt. Der hier ist... Und dann kam man ja zu einer Stadt. Das war das genau, so ein Hafen, glaube ich. Nochmals ein Hafen. Was, ein Baum oder, ja, ich glaube, eine Arena gab es dort, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig. Jetzt hat er auch schon eine Zeit her. So, jetzt müssen wir hier noch einmal einen Bogen machen.
1000 Crit. Das waren, glaube ich, 3 Schüsse und ich habe so wenig Leben verloren. Ah, ich bin so glücklich, ein Tanky Bay zu haben, endlich. Ich habe das Gefühl, die Zauber, also die Skills, die oft benutzt werden, werden eigentlich nicht so flexibel, dass man richtig defensiv skillen kann. Also, eben, ein Sammler, der nur ein Pet hat, der wird ultra defensiv, weil er auch nicht so viele Sachen braucht. Also ich kann schon auf Crit gehen, aber da muss man eher auf die Idole gehen, weil die Gegenstände natürlich nicht so viel Crit-Chance haben. Hier, das wäre eigentlich ein Stab, den ich eigentlich irgendwann mal tragen könnte, weil den kann ich noch besser craften. Also 100 gegen 116 ist wahrscheinlich besser. Also der 100er. Der wird noch höher als 116. Also, ja. Das wäre ein Gegenstand, den ich aufhebe und craften werde. Das könnten wir eigentlich auch so am nächsten oder übernächsten Part dann machen. Damit wir noch ein bisschen Stab haben. Aber das ist ja Einhand, stimmt. Ja. Ja, müssen wir schauen. Also ich würde lieber auf Crit gehen bei der Waffe. Aber wir haben ja auch nicht so viel Crit-Möglichkeiten, weil ich ja nicht immer so den Buff vom Ding einsetzen, also diesen Kreis. Ist auch ein bisschen optisch sehr anspruchsvoll. Boah, ja. Jetzt kommen wir dann in dieses Gebiet. Mit dem Sumpf, also mit dem, ja, wie sagt man denn? Diese japanischen Gärten. Da haben wir immer diese Seerosen oder chinesische. Tempel halt, Biotop. Wasserpark. So, Laiats Rot. Genau, hier waren wir auch. Hier gab es ja mehr Siege Golems. Ist das jetzt das Gebiet? Ja, ziemlich. Genau, dieser Tempel meine ich mit diesem. Diese Arena. Eventuell brauchen wir das Schild. Hier oben geht es noch nicht durch. Da ist irgendwie so Blitz. Ich weiß ja nicht, was das zu bedeuten hat. Aha. Nein. Cold Damage schon dort? Nee. Ja. Das sind jetzt das und Siege Golem gewesen. Genau. Also der war schon tot, also. Ja. Greif an. Endlich. Ah, das Time. Ja. Be gone! Ah, I see you helped clear out the rabble down. I thank you. Ja, und jetzt machen wir ja da noch ein paar. Ah, es geht so auf. Hey, ist jetzt der Weg da unten auch frei? Das muss ich jetzt kurz schauen. Oh. Ich will immer nur eine richtige Taste haben. Haben wir hier einen Waypoint? Ja. Ah, da drüben ist ja schon der Waypoint. Das Gebiet möchte ich natürlich machen, weil wir das letztes Mal nicht gemacht haben. Wir sind ja direkt weiter. Okay. Kann es sein, dass es ein schweres Gebiet ist? Das ist
schon fast ein Gebiet, das ja optisch ein bisschen besser aussieht. Ah, ich kam gar nicht zum Ausweichen. Aber ich denke einfach, dass es eine Nebenquest ist. Eine Studie holen. Studie über was? Über Allianz. Oh, so müde schon. Es ist 14.19 Uhr. Oh. Oh. Schwer zum Ausweichen. Schon tot. Oh. Diese Shotgun. Oh. Das wäre eigentlich schlecht, das ist aber ein großer. Es ist einfach nicht Nahkampf, also wir machen keinen Nahkampf. Ja, die werden wahrscheinlich ja nicht so sterben. Weiß nicht, ob das jetzt richtig nützlich sein könnte. Ah, einfach wieder auf dem Boden. Ja. Aha, man ist sofort ganz unten. Okay. Schauen. Okay. So, also. Haben wir schön noch gut Zeit, in diese Stadt zu gehen. Aber der Ding, das Beacon ist jetzt nicht größer geworden, ja. Ist eben noch ungefähr gleich groß. Also ohne die Fähigkeiten vom Beastmaster, wo er größer wird, ist er ein bisschen kleiner, also ja. Also nicht 30 cm kleiner als der Beastmaster, aber durch diese Fähigkeiten 15% größer ist er ungefähr gleich groß geworden. So, jetzt haben wir 100% Chance, das Teil zu spawnen. Aber eventuell muss ich Punkte da draus tun und das dann bei der Landung hinsetzen, beim nächsten Skillpunkt. Weil wir auch irgendwie zum Gegner gehen wollen und den vergiften wollen. Also ist einfach nicht so ja, hilfreich. Also. Eigentlich will ich ja lieber einen, der schießt, haben, als einen, der nur ein bisschen herumschwenkt, ein bisschen im Nahkampf angreift. So ein Fein ist eigentlich nicht so interessant im Kampf. Aber es gibt halt einfach nicht gute Sachen bei diesem Dampfsprung. Da müssen die Entwickler noch mehr einbringen. Ist stark. Also stärker als jetzt zum Beispiel ein Blutcharakter. Also ja, natürlich nicht jedem. Also ich meine einfach für einen Dot ist 84 eigentlich schon recht stark, wenn wir jetzt nicht auf Dot-Schaden gehen. So meine ich. Aber ja, ein Blut-Sentinel, Forge Guard oder was, ja glaube ich Forge Guard ist mehr Blut. Natürlich um einiges stärker noch. Oh, aber schlecht. Schade. Die Schuhe wären eigentlich sehr gut für den Beet. Also ja, Stärke ist jetzt nicht für den Spriggen, aber für ja, die Totems ist auch nicht. Ah, für Frenzy Ton. Ja, aber jetzt auch nicht so gut. Sven hat Geschwindigkeit und Defensive drauf. Ja, leider nicht. Okay, sind wir hoffentlich gleich dort.
Hier haben wir doch auch noch gesagt, wollten wir ja nach rechts oben noch ein bisschen erkunden. Das werde ich dann einfach nach dem Partende noch ein bisschen erkunden und sage dann, was da noch alles ist. Genau, dieses Lager meinte ich. Gibt es hier nicht mehr? Das ist erst nach Tetima. Was ist Tetima? Aha. Genau, da waren wir auch noch. Ich glaube, erst nur mit dem Necromancer, mit dem Sorcerer war ja nicht so weit mehr. Genau. Und das ist jetzt die Stadt. Ja, genau. Das ist da irgendwie die Arena, das ist ein Fischerhaus. Nein, die Arena war der Turm. Hier gab es ja noch einen Rundgang. Ist ziemlich schön gemacht. Also ich mag die Gegend. Jetzt sind wir wirklich hier, wo wir Imperial Arena, genau. Ja, die Mauer war dann noch später gebaut worden. In diesem Zeitalter erst existent. Gibt's da? Ja, noch recht viel. Das war ja ganz am Anfang hier. Und dann ist fertig, der Achtakt. Hier ist ja das Meer fast weg. Und was ist denn der Ansehen? Also da gab es nur diese zwei Gebiete. Drache und so ein der Kabel. Also hier schauen. Das könnte vielleicht Risen Lake gewesen sein. Ja, könnte schon sein, das Gebiet. Da, okay. Was ist jetzt eigentlich mit dem Idolen? Mir fehlen noch zwei. Nein, die habe ich auch. Okay, die habe ich alle freigespielt. Durch auf dem letzten Part, Akt 7, diese Quest mit dem Yeti. Okay, dann haben wir hier, brauchen wir nicht, hier brauchen wir auch nicht. Können keinen Punkt mehr natürlich hier hinsetzen. Ja, ich würde gerne schon noch ein bisschen Glancing Blow hochtreiben. Ich muss mal kurz schauen, was haben wir bei Glancing Blow 39. Also machen wir Glancing Blow natürlich zuerst noch hoch. Und ja. Müssen halt noch ein paar andere Punkte finden, bis wir beim Druiden noch mehr hochtreiben. Haben wir halt auch nicht so viele Punkte. Ja, hier müssen wir eigentlich fast nichts machen. Also die noch hochtreiben auf 10. Der Punkt und der Punkt. Puh. Ja, Schamanen vielleicht. Attunement. Ja, machen wir da. Zuerst noch ein bisschen auf Attunement. Nochmals Attunement. Aha. Ja, machen wir hier Attunement, Cold Protection und Shield Chance. Brauchen wir nicht. Nein, nur das Leben hier. Dann nochmals Attunement. Ja. Ich weiß, wie ich gut scannen kann, aber zuerst mal noch hier, hier ganz nach oben kommen. Was gibt's hier Starkes? Es gibt eigentlich kaum mehr etwas, was ich kennen muss hier. Ja gut, dann haben wir eigentlich Beastmaster auch schon so fast fertig.
Müssen wir aber noch die guten Punkte aus jedem Tree rauspicken. Ja. Okay. Dann also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Ja. Bringt mir ein paar Vorschläge für Challenges und was ich genauso zeigen soll und was nicht. Ja. Leistung werde ich das sicher noch ein bisschen besser aktives noch mitteilen, dass ihr noch mehr mitmacht. Ich weiß nicht, ob heute schon Last Epoch auch kommt. Auf einmal Roblox. Also, ja. Bis dann, danke schön und tschüss.